Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge haben wir einen etwas seltsamen Cut gemacht, und zwar genau hier. Und ja, wir starten jetzt mit der, ich glaube, zweiten Prüfung. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Ranrok überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fig muss Sie jetzt verlassen. Rebellion. Das höre ich hier. Alte Magie. Kommt doch daher, oder? Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie in der Kartenkammer. Natürlich, Professor. So kennen wir Sie. Bloß nicht selber mitmachen. Nein, er darf es ja nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, Revelio. was da jetzt auf uns zukommt. Ich habe schon ein bisschen Angst davor. Nachdem ich dann die erste Prüfung gesehen habe am Ende, mit diesen riesigen Rittern und so, das war nicht mehr schön. Das hier irgendwo eine Bewandtnis? Ich glaube nicht, oder? Zeigt mir zumindest jetzt da nichts an. Dann gehen wir mal hier hoch. Schließe die Prüfung ab. Das ist immer so. Nicht das. Da ist doch noch was. Revelio. Die Frage ist: Moment, unten sind blaue Steine. Die kann ich anscheinend bewegen. Das kann ich bewegen. Nein. Mensch. Sonst geht's aber noch. Nimm bloß nicht das, wo du direkt vorstehst. Ganz ehrlich. Kann ich das nicht? Nicht jetzt? Moment. Oh, ich hasse diese Rätsel. Ich hasse diese Rätsel. Das ist die Tür, oder? Wo wir dann durch müssen. Aber jetzt bin ich da durchgegangen. Jetzt war das wahrscheinlich falsch, ne? Wir probieren das nochmal. Hä? Jetzt ist das weg? Hast du mich jetzt veräppeln? So ist das jetzt weg? Map und sie scheiterte schon an der ersten Aufgabe. Ja, ohne Scheiß, warum ist das jetzt weg? Ist das weg, weil ich da durchlaufe oder? Wenn ich jetzt da durchschaue, sehe ich die Dinge auch. Die Frage ist, wenn ich jetzt da durchschaue, dann ist das der ganz normale Ausgang. Okay. Das Portal wieder weg oder was? Immer wenn ich mich ein paar Schritte zur Seite bewege da hinten, ist das Portal weg. Es wird aber so langsam ziemlich nervig hier. So, wir müssen auf jeden Fall da hinten hin. Tut sich irgendwas, wenn wir hier drin sind? Nee. Das heißt, es kann nur mit dem Portal hier unten zu tun haben. Wenn ich jetzt von der Seite aus so durchlaufe. Moment, dann habe ich noch eine Kiste. Okay. Die Frage ist nur, was bringt mir das?
Oder komme ich da eventuell... Aber das kann ich ja nicht... Confringo! Das ist eigentlich... Ach so, das ist eigentlich das Große. Ah! Und das kann ich jetzt... Aha, das kann ich jetzt bewegen. Du sollst es loslassen, mehr sollst du gar nicht. Beziehungsweise, bevor der jetzt wieder irgendwelche Probleme macht, soll der einigermaßen davor stehen. So. Wenn ich jetzt wieder durch das Portal durchgehe, haben wir noch den Kleinen. Die Frage ist, wie machen wir das? Ist der quasi um der Hoch... Hallo? Gibt's noch? Ist der quasi um der hochzukommen oder wäre der als Verlängerung hier oben? Nö, okay. Hat was gedauert, aber ich bin dann doch noch nicht gescheitert am ersten Teil. Die Frage ist, was kommt jetzt? Sieht mal wieder so nach Kämpfen aus hier. Revelio. Aha, die Stufen werden immer dünner. Wieder ein Portal. Damit drehen wir das Portal. Keine Ahnung, ob uns das jetzt irgendwas bringt, dass wir das drehen. Moment, dann haben wir... Hier ist ein großes Teil. Da haben wir hier ein kleines Teil. Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Moment, Moment. Wenn die sagt, dass sie den Weg versperrt. Oh. Och, jetzt setzen die das wieder zurück. Das ist euer Ernst. Machen wir es einfach da rein. So. Das war ja der ursprüngliche Plan. So. Theoretischerweise müsste ich jetzt da vorbeikommen, ja? Ja, ist Platz genug. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Das ist nicht gut. Ich habe die so noch nie... versucht, ehrlich gesagt, in so einem Kampf. Aber ich könnte mir vorstellen, so die würden ganz gut gehen. Aber die anderen vermutlich eher nicht. Also die Alraunen finde ich mal eher nicht. Oh, wenn das schon nur ein Einzelner ist, ne? Tut mir leid, dass ich dann in dem Moment so überhaupt nicht rede, aber ich bin dann so konzentriert. Okay, da haben wir ein Portal. Okay. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Wissen wir das? Na gut, dann probieren wir das mal. Aber ich kann ja nur links und rechts machen, oder wie? Revelio.
Oh oh. Kampfringung. Können wir damit irgendwas machen? Also das ist das, was ich meine. Ich kann halt nur links, rechts und ich komme nicht wieder zurück. Revelio. Ich habe auch sonst nichts... Achso, Moment, doch da. Confringo! Das ist aber der Eingang, wo ich herkam, ne? Haben wir denn da irgendwas? Was ist denn, wenn ich das wieder davor mache? Dann ist da nichts, sonst ist da keine Statue. Das heißt, ich muss das auf jeden Fall auf die linke Seite bekommen. Vielleicht muss ich die Markierung an der Wand gegenüber treffen. So habe ich schon einmal Torbögen verschoben. Ja, das war auch meine Idee, aber das hat ja nicht funktioniert. Ich habe nur diese eine Markierung oder muss ich wieder durchtreffen? Nö, das ist dann genau das Gleiche. Revelio. Da habe ich keine Markierung. Es ist bestimmt ganz einfach, aber ich habe absolut keine Ahnung. Kann ich von hier vielleicht treffen? Auch nicht. Confringo. Wieder ist das was angegangen, aber ob uns das was bringt, ich habe keine Ahnung. Was ist denn? Ich bin ja jetzt einmal da durchgegangen. Wenn ich da jetzt nochmal durchgehe, komme aufs Gleiche raus wieder. Das muss doch irgendwas mit dieser blöden Statue zu tun haben. Oder ist das jetzt nur ein Fake? Wingardium Leviosa. Akio. Akio. Auf jeden Fall können wir sie kaputt machen. Und uns draufstellen. Juhu! Ja, bewirken aber nicht wirklich was damit. Ach, Moment, können wir die... Moment, jetzt ist sie weg. Nee, jetzt ist sie da, wenn ich hier bin. Ich wollte gerade sagen. Wingardium Leviosa. Also. Jetzt ist sie ganz kaputt. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm. Wingardium Leviosa. Aber da tut sich nichts. Ja. Ich hätte das nicht zu laut sagen sollen, dass ich jetzt doch nicht an der Prüfung scheitern werde. Revelio. Ich meine, ich kann die zwar reparieren, wobei die Sachen ja weggegangen sind. Das ist das. Und normalerweise würde ich sagen... Da geht auch nicht. Müssen wir hier vielleicht irgendwas anzünden oder so? Die Brücken erscheinen und verschwinden, je nachdem, auf welcher Torbogenseite ich bin.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Danke. Komm, Tringo. Oh, ah, nein. Das wollte ich doch gar nicht. Nein. Ey, ich drücke hier die ganze Zeit was Falsches. Oder kann ich hier vielleicht irgendwas... Contringo! Incendio! Das hört sich so an, als ob ich hier irgendwas richtig mache, aber... Bin ich auf der blauen Seite. So. Aber dann komme ich doch trotzdem wieder nur auf die Seite. Ist genau das Gleiche. Also das wird dann immer blau. Also damit ihr jetzt nicht die ganze Zeit hier mit dranhängt, würde ich sagen, mache ich jetzt hier mal einen kleinen Cut. Probiere nochmal überall drauf zu schießen. Ich verstehe es. Ehrlich gesagt jetzt nicht. Weil es geht halt immer nur nach rechts. Das ist das Problem. Und hier oben kann ich auch nicht drauf schießen, weil das anscheinend nicht funktioniert. Oder funktioniert das nur, wenn ich von der anderen Seite komme? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist aber dann immer noch so verschwommen. Und auf dieser Seite ist es auch so verschwommen. Also... Ja... Hier auch. Also ich weiß nicht, darin glaube ich liegt es nicht. Aber ich versuche noch mal ein paar Sachen hier. Wobei ich nicht genau weiß, was ich noch versuchen kann, weil ich ja alles schon... Wollt ihr mich verarschen? Also ich habe jetzt keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ich habe ja das gleiche gemacht wie eben auch. Hä? Revelio. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Muss ich echt nicht verstehen jetzt. Ich brauche das, um da hochzukommen. Unten sind wieder die Typen. Das ist nicht gut. Ja, das dachte ich mir schon. Hier ist eine Säule. Aber kein Vorsprung zum Festhalten. Sind da noch mehr? Hier ist was mit RB. Hallo? Warum ist der unsichtbar? Wie soll ich denn die Aufgabe machen, wenn der unsichtbar ist? Hallo? Darf ich vielleicht vorher... Oh Gott. Bin nichts mehr zum Werfen, ne? Incendio. Der hat jetzt auch keine Lebensanzeige. Die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's auf der anderen Seite vorwärts. Ah! Ah! Ich sehe ihn! Oh mein Gott! Das war jetzt... Ich war da jetzt gar nicht drauf eingestellt, dass da jetzt einer kommt, der unsichtbar ist. Uiuiui. Okay. Ja. Bringt uns das jetzt was, dass wir das jetzt gedreht haben? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, da ist jetzt noch einer. Revelio. Hallo. Achso, der ist zu groß dafür, ne? Ist der auf der Seite? Ja, der ist auf der Seite klar. Sehr schön. Ey,
Ist das unheimlich? da, glaube ich, ne? Ja, genau. Achso, ja, jetzt ist der nicht da. Ja, ja, okay. So. Aber kommen wir noch nicht hoch. Warum kommen wir hier noch nicht hoch? Die Idee war gut. Die Umsetzung nicht so, glaube ich. Moment, oder müssen wir hier hoch? Nee. Da oben ist auch wieder so ein Ding. Ah, Moment. Müssen wir die runterfahren? Nee, oder? Moment, jetzt muss ich hier erstmal im... Das kann ich mir gut vorstellen, dass wir das runterfahren müssen. Ach! Ja, ich... verstehe, glaube ich. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube, ich verstehe. So. Ich denke mal, da können wir es hinstellen, ne? So. Ich hoffe, wenn ich jetzt so rum da reingehe, dass das dann wieder andersrum ist. Ja. Okay. Dann noch einmal drehen. Und schon haben wir das Ding nicht mehr. Moment. Moment. Welche Richtung muss ich jetzt nochmal? In die Richtung? Ja, jetzt ist es wieder da. Nee. Hä? Von der Seite gesehen ist es da. Ja, shit, da kommen wir doch gar nicht hoch, wenn wir das da vorstellen, oder? Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Mal gucken, ob das hoch genug ist. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das tatsächlich hoch genug ist. Steht der natürlich mitten im Weg. So. Nee, jetzt sehe ich das Ding zwar, aber... Wieso bist du jetzt nicht... Hä? Liegt das daran, weil das zu nah ist? Wingardium Leviosa. Sehe ich den immer noch nicht. Hä? Jetzt sehe ich ihn. Jetzt haben wir nur das Problem, jetzt sind wir sehr nah dran. Müssen wir noch ein bisschen weiter stellen. Nachdem ich den Block durch den Torbogen gezogen habe, kann ich ihn so platzieren, dass ich auf der anderen Seite draufklettern kann. Ja, das war eigentlich mal so gedacht, ja. Wieso? Aber ich kann da nicht drauf klettern. Das ist zu hoch. Aua. Oder muss ich das tatsächlich dann so machen? Doch, das müsste dann eigentlich gehen so rum, oder? Jetzt muss ich wieder darum. Oh, es ist nervig. Ah! Jetzt hoffe ich, dass ich... Oh, nee, ne? Jetzt passt das wieder nicht von der Höhe her. Yeah.
Also doch da drüber. War das also doch richtig, dass ich die mitnehmen muss? Au. Und da oben. Problem ist, sobald ich das eine habe, ist das andere weg. Das ist, glaube ich, gerade mein Problem. Genau, dann ist das nämlich weg. Das heißt, den müsste ich eigentlich in der anderen Ebene... Oh. Irgendwann kriege ich das heute nochmal hin. Hoffe ich zumindest. So, das heißt, den stellen wir jetzt hier hin. Gehen rüber. Habe ich hier die richtige Ebene? Die will ich aber nicht. Das heißt... Das heißt, ich gehe jetzt wieder auf die andere Ebene, dann sehe ich... Dann sehe ich den immer noch nicht. Oder reicht das schon, um da hochzukommen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, ne? Nee, nee. Es reicht nicht. Jetzt bin ich mit der Ebene wieder richtig. Dann müsste ich das doch theoretischerweise drehen. Blödsinn, oder? Moment, jetzt sehe ich... Nee, das sehe ich aber nur dadurch. Moment, wenn ich hier hingehe, dann habe ich jetzt beides. Nee, jetzt ist es wieder weg, hä? War denn nicht gerade noch? So, Moment. Jetzt sehe ich beides nicht. Jetzt sehe ich beides nicht. Das heißt, in dieser Phase stelle ich das Ding jetzt dahin. So. Und jetzt gehe ich wieder zurück, sodass ich die anderen sehen kann. Oh Gott, war das jetzt eine Qual hier. War das jetzt eine Qual? Ach, hier ist auch noch eine Truhe. Okay. So. Wehe, da passiert jetzt noch irgendwas. Oh. So. Klein Gameplayerin hat mal wieder ja schon richtig gedacht, aber es nicht richtig gemacht. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts. Okay. Das sieht nicht gut aus. Da ist, glaube ich, wieder ein Typ in der Mitte. Hinten ist noch was. Oh, da sind noch welche. Okay, da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Aber hier haben wir noch eine Kammer. Noch was machen können. Oh, wie ich das hasse. Da dreht sich das Ganze wieder. Da dreht sich das Ganze jetzt die ganze Zeit, oder was? Nee. Dreht sich nur einmalig, oder? Kann das sein? Ja, so geht's auch. Besser als nichts. Oh, falsche Seite. Ach nee, das kann ich gar nicht. Ah, das kann ich gar nicht. Verstehe.
Die Frage ist nur, müssen wir da jetzt hoch? Da oben ist doch eigentlich nichts, ne? Oder muss ich das eventuell im Nebenraum benutzen? Da ist soweit nichts, ne? So, keine Tür. Revelio! Mal schauen. Da geht's weiter. Muss ich das hier oben irgendwo eventuell benutzen, damit wir da besser hochkommen? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das jetzt so weit tragen müssen. Hier drin vielleicht? Revelio. Oh. Ich hätte vielleicht doch nicht direkt weitergehen sollen. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Venioso, expelliamus, dann bringo. Oh Gott, oh Gott. So kann ich den jetzt nicht mehr sehen. Ich meine, wenn jetzt... Nee, ich konnte so kurz sehen. Boah, das ist doch Mist. Waren das alle? Ich hätte nicht fragen sollen, oder? Euer Ernst, dass sie nicht zielt. Komm, Ringo.
Ehrlich gesagt habe ich total vergessen, dass ich die uralte Magie habe. Aber das war natürlich alles so geplant, dass ich das erst bei der Hälfte mache. Oh mein Gott. Okay. Oh, ich hasse solche Gegner. Erkunde weiter Charles Woodbrooks Prüfung. Hallöchen. Ich warte ja immer nur darauf, dass der irgendwann mal aktiv wird. Nehmen wir erstmal noch schnell hier die Truhe. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts drin. Na dann los. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Ja. Das heißt, können wir der Schwester von Sebastian helfen? Das wäre jetzt die große Frage. Revelio. Ja, lauf. Hallo. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Achso. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden sie ihr Handeln besser verstehen. Okay. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich
gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass eine Schülerin die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gerne, Professor. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.